Servus meine Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute erkläre ich euch einen ganz leichten Money Glitch in GTA 5 zurzeit. Der ist super super einfach und geht auf neuesten Patch gerade. Sei es der Glitch klappt bei euch überall gleichzeitig gut. Was das Gute ist, ihr könnt den Glitch überall machen. Das heißt bei euch in Wohnung, Garage oder weiß was ich wo. Geht überall super gleichzeitig gut. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist ein Fahrzeug, wo eine Ladefläche ist. Das heißt, das Fahrzeug von Trevor, Dubster und so weiter. Das Wichtigste ist einfach, euer Freund hockt hinten auf die Ladefläche drauf, egal welche Seite. Holt jetzt einen zweiten Fahrzeug und blockiert bitte beide Seiten sehr gut. Habt ihr zum Beispiel keinen Jeep oder ist das Fahrzeug zu klein, holt euch ein Fahrzeug von Pegasus. Nachdem ihr beiden Seiten gut blockiert habt, dann drückt euer Kollege, der auf die Ladefläche ist, jetzt einfach Dreieck. Nachdem merkt er hängt fest. Er kann nicht mehr aussteigen, er hängt einfach total fest. Das ist das Gute. Ihr geht jetzt in die Garage rein und holt das Fahrzeug, was ihr gerne verkaufen möchtet und verdoppelt haben möchtet. Das heißt, ihr könnt echt alle Fahrzeuge verdoppeln. Das heißt auch Sportwagen, Supersportwagen. Aber man kann die nicht verkaufen. Deswegen lasst es, meine Freunde. Habt ihr zum Beispiel einen Pondo, nehmt den einfach und motzt ihn voll auf. Weil, tut ihr viel Geld in den Fahrzeug reinstecken, ihr bekommt eh alles wieder. Okay, nachdem macht ihr in den Fahrzeug Selbstmord. Das heißt, ihr geht auf Select und macht Selbstmord. Unten links wird jetzt auf die Minimap das Fahrzeug nicht mehr angezeigt. Ihr rennt zu einem Fahrzeug hin, vor dem Fahrzeug einsteigt, drückt jetzt wieder Select und geht persönliches Fahrzeug anfordern. So, nachdem ihr es gemacht habt, steigt ihr ein. Jetzt kommt das wichtigste Teil. Eure Garage muss immer voll sein. Das ist sehr wichtig. Nur so klappt der Glitch. Tut einfach Straßenfahrzeuge rein oder kauft euch Autos einfach, egal was. Am billigsten ist einfach, holt euch Straßenfahrzeuge in die Garage rein. So, dann tut einfach ein Fahrzeug ersetzen. Man sieht zum Beispiel hinten noch zwei Pondo, jetzt sind zum Beispiel drei Pondo drin. Man hat der Glitch 100% geklappt. Der da draußen ist auf dem Trevor-Fahrzeug ist, der macht es bitte Selbstmord. Und jetzt kann dein Freund, das Fahrzeug verdoppelt hat, einfach verkaufen gehen. Verkauf niemals den Originalen, verkauf immer bitte die Kopie. Weil die Kopie gibt etwas weniger Geld, aber es ist sicherer. So, verkauft jetzt einfach, meine Freunde. Es war es echt ein Großteil. Nochmal ein Danke an dich, Player, das Video mir gegeben hast. Super krass von dir. Like das Video, meine Freunde. Schaffen wir mehr als 300 Likes. Mich würde es mega freuen. Haut rein und Chris. Peace out, meine Freunde. Ciao.